Über Kinderarbeit möchte ich jetzt sprechen mit Antje Lüdemann-Dundower von World Vision. Frau Lüdemann-Dundower, hat Sie das überrascht zu hören, dass Kinderarbeit durch Corona jetzt noch schärfer geworden ist, noch viel mehr? World Vision und viele andere Organisationen haben das befürchtet. Und wir haben jetzt in einer Befragung in Asien eben feststellen müssen, dass die Befürchtung leider der Wahrheit entspricht, dass wirklich wieder mehr Familien ihre Kinder arbeiten lassen. Und zwar haben wir etwa 10.000 Familien befragt und davon haben 8% gesagt, dass sie aus Einkommensgründen, weil sie sich keinen anderen Weg wissen, ihre Kinder zur Arbeit schicken. Und 4% haben gesagt, dass sie ihre Kinder betteln schicken. Sie sind einfach so verzweifelt und die Situation erfordert offensichtlich sehr verzweifelte Entscheidungen. Gibt es denn eine Möglichkeit, diesen Menschen anders beizustehen? Natürlich. Wir tun das ja schon. World Vision tut das. Andere Organisationen tun das. Wir verteilen im Moment Nahrungsmittelpakete. Wir schauen, dass trotz der Corona-Situation Bildung für die Kinder möglich ist. Wir versuchen natürlich die Gesundheitsversorgung aufrechtzuerhalten. Und alles das soll dazu beitragen, dass die Kinder eben nicht arbeiten gehen müssen. Wir kümmern uns auch um die Eltern und versuchen auch durch Cash-Zahlungen den Allerärmsten über die schlimme Zeit hinwegzuhelfen. Aber das braucht wirklich eine dringend eine gemeinsame Strategie von Regierungen, von Geberländern, von den Ländern vor Ort und von Organisationen, wie man dieses Problems Herr werden will, weil sonst droht die Zahl der Kinderarbeiter weiter anzusteigen. Nun ist ja Geld eine Sache, die helfen kann, eben auch durch Cashzahlungen direkt, aber Sie sagen ja, eine Strategie, kann da das geplante Lieferkettengesetz helfen? Ja, natürlich auch, denn viele der Kinder, die ausgebeutet werden in den Ländern des globalen Südens, arbeiten eben am Anfang der Lieferkette von Produkten, die wir hier konsumieren. Und insofern sind wir auch in der Pflicht, da etwas zu tun und Solidarität zu zeigen und auch den Rechten und den Pflichten nachzukommen, die wir auch eingegangen sind. Denn wir haben uns ja, Deutschland beispielsweise hat sich verpflichtet, bis 2030 alle Formen der Ausbeutung verhindern und abzuschaffen. Und wir müssen das tun. Und dafür wäre ein Lieferkettengesetz genau der richtige Weg. Nun fällt einem ja bei Kinderarbeit ein, Kleidung, Näherinnen, Kaffeeplantagen, Kakaoplantagen. Aber ganz viele Sachen, die sind ja gar nicht sichtbar. Also wie zum Beispiel das, was wir in unseren Smartphones alle drin haben, Coltan oder auch was man für Batterieherstellung braucht. Also alle diese Rohstoffe, die werden ja auch mit Kinderhänden gefordert. Wie können wir als Verbraucher denn da sicher sein, dass da keine Kinderarbeit drin steckt? Als Verbraucher kann man sich natürlich informieren. Es gibt verschiedene Firmen, die schon bestimmten menschenrechtlichen und kinderrechtlichen und auch Umweltstandards gerecht werden. Und wenn man als Verbraucher da eine Verantwortung spürt und ein Interesse hat, kann man auch entsprechend natürlich kaufen. Aber das ist vielleicht noch nicht die große Masse. Und auch die Unternehmen, die entsprechend verantwortungsvoll agieren, sind eben auch noch nicht die große Masse der Unternehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass man eben nicht nur auf Freiwilligkeit der Verbraucher oder der Unternehmen setzt, sondern dass man Gesetze schafft, die den Rahmen bieten, in dem sich dann alle bewegen müssen und dürfen. Also da heißt es, Druck auf die Unternehmer auszuüben, denn zum Beispiel also die Batterieherstellung, wo ja Kobalt drin steckt, da haben wir ja gar keinen Einfluss drauf, sondern das ist ja eine Unternehmensentscheidung. Und da müsste dann die Regierung drauf Druck ausüben oder sogar die EU. Genau, es gibt ja die Diskussion, dass man sowohl in Deutschland ein Lieferkettengesetz erarbeiten könnte oder auch zusätzlich auf EU-Ebene. Und beides macht nach Auffassung von World Vision auch Sinn. Wir können uns hier in Deutschland nicht aus der Pflicht stehlen, indem wir immer nur auf die EU zeigen. Und es ist aber so, dass im Moment zu Corona-Zeiten dieser Prozess, der ja eigentlich schon begonnen hatte, was auch wirklich großartig ist, dass dieser Prozess erstmal eingefroren wurde. Und wir sehen das sehr kritisch, dass jetzt Corona sozusagen als Entschuldigung dafür herhalten muss, dass solche wichtigen Gesetze umgesetzt werden. Das ist enttäuschend, denn wenn wir das ernst meinen und wenn wir unserer Verantwortung gerecht werden wollen, müssen wir endlich damit beginnen, da Corona hin oder her. Wie wollen Sie denn da den Druck erhöhen? Wir als Zivilgesellschaft erhöhen den Druck, indem wir Gespräche führen mit Politikern, indem wir eben auch solche Studien machen, wie World Vision gemacht hat,
die die Lage vor Ort noch mal ganz deutlich machen und illustrieren. Und wir versuchen wirklich durch viele Gespräche und durch öffentliche Aktionen Aufmerksamkeit darauf zu lenken und natürlich auch die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie sich auch dafür einsetzen, Petitionen unterschreiben und so weiter. Da gibt es verschiedene Wege. Man kennt das ja von fairen Produkten. Die sind etwas teurer als Produkte, wo eben dieses Siegel nicht drauf ist. Produkte ohne Kinderarbeit, die ganz explizit so gezeichnet sind. Zum Beispiel bei Teppichen ist das ja so ein Punkt. Auch diese sind teurer. Ist das dann eine Frage des persönlichen Portemonnaies, ob ich sowas mir leisten kann? Ja, ich würde sagen, im Moment ist es eben auch noch eine Frage des persönlichen Portemonnaies. Und da hat eben die Regierung und die Politik eine Verantwortung. Es soll nicht der Einzelne hier zum Helden gemacht werden müssen, sondern es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit alle verantwortungsvoll und fair konsumieren und kaufen können. Ja, du sagst allerdings auch die deutsche Wirtschaft, das ist ja alles richtig und alles nachvollziehbar, dass wir hier in Deutschland Gesetze gegen Kinderarbeit machen und auch ein Lieferkettengesetz verabschieden wollen. Aber es ist halt unfair, wenn also deutschen Unternehmen solche Fesseln angelegt werden. Können Sie das nicht nachvollziehen? Na, man könnte auch sagen, es ist unfair, dass einige Unternehmen im Moment diese hohen Standards schon einhalten und dadurch einen Wettbewerbsnachteil haben gegenüber denen es egal ist. Also die unfair kann man ja auf verschiedene Situationen beziehen. Und ich denke, wir müssen uns klar sein, und das sieht man auch im Moment in der Corona-Pandemie ja noch mal deutlich, wir können nicht nur hier in unserem eigenen abgesteckten Raum Politik machen. Wir sind alle miteinander verbunden. Die Lieferketten ist es klar, das ist eine globale Angelegenheit, diese Lieferketten. Und das ist eine Frage der Verantwortung und auch der Pflichten, die wir in internationalen Verträgen eingegangen sind bereits. Wir stehen schon in der Pflicht, das auch entsprechend umzusetzen und uns darum zu kümmern. Und wenn das bedeutet, dass die Unternehmen auch mal dann entsprechend um sich umstellen müssen, dann ist es eben so. Also Maßnahmen gegen Kinderarbeit müssen ergriffen werden und wir Verbraucher, wir müssen auch genauer hinschauen, eventuell auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Antje Lüdemann-Dundua von World Vision, herzlichen Dank für Ihre Meinung. Ich danke Ihnen.